dazu, ein einfaches Kühlschau! So, ich habe gehört, jetzt bin ich dran. Herzlich willkommen von fern und nah. Ab heute sind wir Narren wieder da. Das erste Mal, man es nicht kapiert, sind wir von hinten her aufmarschiert. Dem Karneval seit 48 Jahren ein Highlight unserer Stadt, macht man jetzt den Aufmarsch platt. Wegen B107 Baumaßnahmen wir nicht unseren Aufmarsch bekamen. Wegen dem dadurch erhöhten Verkehrsaufkommen. Na klar, ist ja Sonntag, warum sind wir da nicht selbst drauf gekommen? Gut, ciao! Weil wir gerade bei Straßen sind, der Kreisverkehr auf dem Berg, das ist der Hauptgewinn. Fährst du die Bergstraße hoch zwischen halb und um sieben, ach, wärst du doch lieber zu Hause geblieben. Verkehrsentlastend sollte der sein, doch um diese Zeit komme ich gar nicht erst in den Kreisverkehr rein. Gülschau! Von nun an sind wir Narren bemüht, durch Frohsinn zu beeinflussen euer seelisches Gemüt. Und das fällt einem zurzeit ganz schön schwer. Die hohe Politik kümmert sich kaum noch mehr. Sie zeigen für das eigene Volk kaum noch Gefühle. Es geht nur um Macht und Enkelspiele. Sie benehmen sich wie Hochwohlgeboren und haben dabei den Blick zur Realität verloren. Und wundern sich dann bei den Wahlen, wie ihr Gequatsche sich dann auswirkt in Zahlen. Gülschau! Sie treiben sich in der Weltgeschichte herum, das muss wohl sein, und kriechen dabei Diktatoren in den Kühlschau-Helau hinein. Und wenn mal wieder daheim es ist ein Graus, schmeißen sie das Geld zum Fenster raus. Man betreibt immer noch große Waffengeschäfte. Ursulas Truppen sind nur noch Teilzeitstreitkräfte. Frau Merkel ist bei ihren Reisen nur auf Gut Mensch und auf Battletour. Die Demokratie ist nur noch Finanzdemokratie, so auf den Punkt gebracht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wäre unsere Erde, womit er seine Familie ernährt und dafür viele Kilometer fährt. Die Autobonzen sind trotz Skandal wieder die Gewinner. Es ist zum Haare raufen, denn ich muss ja doch wieder ein neues Auto kaufen. Die Dreckschleudern gehen dann nach Tschechien oder Polen, das wird so sein, denn in Merkels sauberes Deutschland kommen Abgase und Feinstaub ja nicht hinein. Kühlschau! Es hilft nicht zu jammern und zu klagen, aber vielleicht sollte man langsam und friedlich wieder ein paar zum Teufel jagen. Wir sind das Volk. Wir sind dagegen, dass durch die derzeitige Politik anderen wird gefährlicher Nährboden gegeben. Kühlschau! Waffenlieferungen nach Afrika, da wird doch jedem Normalbürger klar, dass die Ausgebombten jammern und flehen, asylsuchend vor unserer Türe stehen. Anstatt es den Waffenlieferern in Rechnung zu stellen, bittet man uns um Verständnis und Hilfe und erzählt irgendwelche Querelen. Klar haben wir damals die Bananen gerne genommen. Und heute ein Afrika noch dazu gekommen. Kühlschau! All muss sich für seine Muttersprache entschuldigen, soweit hat man es schon gemacht. Doch hat mal jemand darüber nachgedacht, wie auch wir genötigt und beleidigt werden, wie man auf uns Deutsche mit bösem Finger zeigt, aber die hohe Politik keinen Kühlschau-Helau in der Hose hat und dazu nur schweigt.
durch eine rosa Runde Hille schaut und uns dabei in die Pfanne haut. Kühlschau! Mehr Polizisten braucht das Land. Doch was nützt das, wenn man ihnen bindet die Hand? Was hatten wir früher Respekt? Wir taten zucken. Heute können einige die Staatsmacht anspucken. Dir passiert nichts. Es wird nicht bestraft, wenn du eine schwere Kindheit gehabt. Kühlschau! Ältere Lehrer bekommen 140 Euro mehr. Das Kindergeld wird wahnsinnig 10 Euro höher. Unser Gesundheitssystem war top und rein. Jetzt ziehen Ebola, Noroviren, spanische Grippe und teilweise Tuberkulose wieder ein. Günstigere erneuerbare Energien jetzt überall auf der Tagesordnung stehen. Günstiger, ich frage mich nur, günstiger für wen? Kühlschau! Brauchen wir so viele Discounter, da wird einem ja Himmelangst, was man hier schon wieder aus dem Boden stanzt. Weiter mit Edeka geht es immer noch nicht, weil mittlerweile der Lageplan nicht mehr den rechtlich aktuellen Erfordernissen entspricht. Über Schulhofvergrößerung und Wäschereipartner, was soll man da noch reden? Naja, es scheint, als würde es Lösungen geben. Bis hinunter in unsere Region